Ich bin immer noch an meinem schönen Stellplatz in Logarska Dolina und will heute weiter Richtung Österreich, also Richtung Norden. Einen wunderschönen guten Morgen aus Slowenien wünsche ich euch. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ist das nicht herrlich? Das ist das Schönste an so einer Van-Tour. Dass man einfach direkt neben dem Fluss stehen kann und morgens die Natur genießen. Einfach wunderschön. Die Sonne lacht. Sie ist jetzt rausgekommen. Bei meinem Kaffee kann ich langsam meine Wintermütze wieder absetzen. Ich musste so lachen. Ich habe gerade die Timelapse aufgenommen. Und dazu stand die Kamera mit dem Stativ unten am Fluss. Also das ist hier 10 Meter entfernt von mir. Und ich konnte praktisch live mitverfolgen, dass die kein Klo dabei haben. Die haben das Stativ nicht gesehen. Man ist doch mit Toilette viel unabhängiger, wenn man hier auf so einem Platz steht, weiß ich, zum Beispiel von Park for Night. So, da stehen natürlich meistens noch andere Camper. Wenn morgens die Schiebetür aufgeht und man losgeht, dann weiß doch jeder, man geht jetzt erstmal irgendwo in den Busch. Und ich kann hier gemütlich meinen Morgen beginnen, brauche nicht überlegen, ob mich jemand sieht, wenn ich in den Busch gehe. Und also, ich finde das viel entspannter. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Da frage ich mich. Die haben dasselbe Auto wie ich habe, ist auch ein Berlingo XL. Und also entweder haben die das ja für sich so ausbauen lassen mit dem Hubdach oder die haben den so gekauft. Es ist praktisch ein Camperauto. Warum baut man nicht gleich ein Klo ein? Oder warum stellt man sich keine Toilette rein? Die kann man überall unterschieben. Also ich finde, das ist mein wichtigstes Goodie hier in dem Auto. Bevor hier eine Küche drin war, war hier ein Klo drin. Tschüss, du wunderbares Fleckchen Erde. Und tschüss, du schöner Stellplatz. Und tschüss, Slowenien. Wahrscheinlich wird mein nächster Stellplatz im nächsten Land sein. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. Herzlich willkommen in Österreich. Und jetzt mache ich erstmal hier mein Wasser wieder voll. Oh, das wird wohl eine Weile dauern. Das ist übrigens auch ein Vorteil von so einem tragbaren Kanister. Wasser auffüllen geht ganz einfach. Rausnehmen, hinlatschen, voll machen, reinpacken. Fertig! Ich hasse ja Passstraßen, das wisst ihr ja, ne? Aber dafür lohnt es sich trotzdem. Ich habe wieder ein schönes Plätzchen gefunden, diesmal in Österreich. Schaut doch mal. Oh, das lädt nach Baden ein. Heute ist es auch wieder warm. Also diese Spinne wird ganz sicher frieren, wenn die schon aus Griechenland mitgekommen ist. Ich habe dies Jahr irgendwie echt Glück mit meinen Plätzchen. Ich habe Hunger gehabt und habe einfach das nächste Restaurant angegoogelt und es ist wirklich ein schöner Landgasthof und ich bin schon gespannt, was für Schmankerl es hier gibt. Ja, sieht ja schon mal gut aus. Ja, hier sieht's gut aus, oder?
Kann ich auch das Auto sehen? Durch die Lücke. Ist ja hübsch. Alle Lieferanten sind ja auch verewigt in der Speisekarte. So, zuerst. Boah, sieht der knackig aus. Ui, jetzt kam das Bauern-Cordon Bleu. Hier ist alles eher flacher. Aber wartet mal ab, wo ich anpeile, da gibt es wieder hohe Berge. Da sind sie. Schaut mal, wo ich gelandet bin. Ist das nicht genial? Wieder an einem Bach. Ich bin hier in Tweng, heißt das? Und hier, das seht ihr jetzt nicht, weil da Wolken sind, sind die hohen Tauern. Da sind Megaberge. Und hier, ihr seht schon die Straße, die kann man sperren, falls im Winter zu viel Schnee liegt. Und ich werde heute hier in dem Ort schlafen. Hier gibt es sogar einen offiziellen Wohnmobilparkplatz. Und jetzt will ich mal noch ein kleines Stück hier entlang wandern. Das ist mein heutiges Plätzchen. Parken erlaubt. Campen nicht. Mit Fluss. Und jetzt das Lustige. Hier steht ja dran. Irgendwo steht hier dran Toilette. Und. Oh, kann man hier öffnen? Da ist ein Dixie-Klo drin. Sieht ja auch blöd aus, so ein Dixie-Klo hier in der schönen Natur. Einen wunderschönen guten Morgen aus Österreich. Ich habe richtig gut geschlafen hier heute Nacht. Und leider soll das Wetter heute richtig schlecht, also nicht richtig schlecht. Es soll den ganzen Tag regnen. Bis jetzt regnet es noch nicht. Heute Nacht hat es geregnet. Und eigentlich wollte ich jetzt eine schöne, wunderschöne, große Wanderung unternehmen. Aber ja, ich lasse es erstmal auf mich zukommen. Jetzt wird erstmal Kaffee gekocht und dann schauen wir mal. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Das war jetzt mein Morgen und jetzt geht's auf zur Wanderung. Es ist 90% Regen angesagt. Ich gehe trotzdem los, weil ich, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das auch durchziehen und da bin ich echt sehr schwer von abzubringen. Also, Rucksack auf und los geht's. One in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Es ist einfach so schön hier, wenn man nur noch die hohen Berge dort sehen könnte. Aber trotzdem, ich lieb's sehr. Way back a year ago. We'll be right back.
der Jäger wohl von diesem Hochstand geflogen ist? Hoffen wir mal nicht. Angekommen und da ist blauer Himmel. Drückt mal die Daumen, dass das Wetter so bleibt. Und da ist er. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Ich bin auf dem Weg zurück zum Auto. Und dann wollte ich noch gucken, ob ich noch einen Gasthof oder eine kleine Alm finde, wo ich noch ein Süppchen essen kann, bevor es wieder ein Stück weiter nördlich geht. Da bin ich schon zurück. Da stehen die Autos. Mal gucken, ob wir Venner sehen. Jo, da, das vorletzte schwarze. Und hier waren wir. Im Land Salzburg, Landschaftsschutzgebiet Latschenfeldtal. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Tschüss, Salzburger Land. Tschüss, du kleiner, hübscher Bach. Und für die unter euch, die nicht mit einem so kleinen, autarken Minicamper unterwegs sind, gibt es hier in Tweng auch einen Wohnmobilstellplatz. Der ist richtig offiziell, da kann man auch mit großen Wohnmobile stehen. Also könnt ihr euch gern mal den Ort markieren. Der ist ja mitten hier in den Tauern, in den riesigen Bergen, sage ich mal. Und schaut mal, auch schön gelegen. Es ist zwar direkt an der Straße, aber es ist nicht so viel los. Die fahren ja alle Autobahnen eigentlich. Ja, hübscher Ort. Ist mal so eine richtige Karte vom Ort. Ich bin halt hier in Tweng und hier an der Kirche ist auch dieser Wohnmobilstellplatz. Und hier ist das ganze Tal zu sehen. Ich hoffe, das sieht man. Das ist riesig. Und die höchsten Berge hier sind fast 2500 Meter hoch. 2570, 26. Ja. Hier zum Beispiel der, das ist der da. Heute gibt es Pilzgulasch hier in einer Gaststube. Jetzt sieht man auch das Panorama da. Schaut mal hinter der Kirche. Gestern hatte ich schon Ausschau nach einem Supermarkt und hier in Obertauern habe ich jetzt eine Bäckerei gefunden, weil ich brauche noch ein Brot. Und ja, jetzt hole ich erstmal ein Brot und dann sehen wir weiter. Ich liebe diese Gegend hier. Es ist so schön. Geht es eigentlich noch schöner als so? Nein, oder? Aber ich bin auf dem Weg nach Hause und damit endet meine großartige Tour durch 13 Balkanländern. Ich bin so geflasht, wie toll kann diese Welt sein. Ich habe in den letzten 4 Wochen so viel erlebt, so viele positive Eindrücke von den ganzen Ländern erhaschen können. Einfach mega. Ich werde niemals vergessen, wie ich die Bären getroffen habe in Rumänien. All the things I thought of.
Oder wie ich in Bulgarien am Strand zum ersten Mal das Meer entdeckt habe auf dieser Tour. Oder als ich in Griechenland am Strand zum Fischessen vom Barbesitzer eingeladen wurde. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich mit Venna auf den Olymp gefahren bin? Oder als ich mit den türkischen Damen über den Oritsee gefahren bin? Es war eine so tolle Zeit und ich möchte sie nicht missen. Aber jetzt stehe ich hier erstmal im dritten Stau und schau mal, wie ich nach Hause komme. Also, auf nach Hause und ich bin schon gespannt, wie es mich in meinen nächsten Videos hinziehen wird.